Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze, zur zweiten Monatshälfte August, vom 15. bis zum 31.8. Mein Name ist Sirut Sabine Haller und alle Infos zu meinen Kartenreadings, zu den Karten, zu einem persönlichen Reading habe ich dir unten in die Infobox gepackt. Ja, Widder, Löwe, Schütze, zweite Monatshälfte. Ich bin gespannt, welche Energien sich hier für dich zeigen, was du für dich hier jetzt erkennen darfst, transformieren darfst. Ich habe die Weisheitskarten der Seele und auch mal wieder das Osho Zen Tarot wegen dieser wundervollen Bilder, die da auf den Karten sind. Ja, lass uns schauen, wie sich für dich die zweite Monatshälfte gestaltet, was da für dich angesagt ist, was du erkennen darfst. Oh, guck mal, hier springt schon eine. Die nehmen wir. Drehe ich aber erst noch mal rum, denn ich möchte hier schauen. Oh, die Ungewissheit. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du noch so ein bisschen im Dunkeln tappst, dass du noch nicht so genau weißt, wohin dich diese zweite Monatshälfte führt. Schau mal, die Frau hat hier ihre Augen verbunden und sie tastet sich vorsichtig mit ihren Händen nach vorne, um nicht irgendwo gegenzulaufen oder zu stolpern. Und vielleicht hast du innerlich schon ein Gefühl dafür, wo es hingehen könnte. Doch, ja, dir ist noch so dieser Aha-Moment oder auch dein Blick versperrt. Und die Intensität passend dazu, also wirklich gegensätzlicher geht es gar nicht. Ich glaube, dass da in dir ganz viel Feuer aktiviert ist. Du bist ja sowieso Feuerzeichen und du hast schon so deinen Fokus, wo es hingehen darf. Und dennoch spürst du diese Ungewissheit, vielleicht auch ein Stück weit Unsicherheit, ob das jetzt genau dieser Weg ist. Und wenn ich da gerade hinspüre, nimm mal dein inneres Feuer auch als Transformationstool, um diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, die sich da vielleicht gerade zeigt, zu transformieren. Welche Ängste stecken da dahinter? Was ist es, was dich hier so vorsichtig agieren lässt? Oder wo du wirklich noch spürst, dass das Ganze für dich zu groß sein könnte? Ich bin gespannt. Die drei Kelche, also du hast hier schon sehr viel für dich transformiert und du bist auch jetzt hier schon bereit, deine Ernte einzubringen und zu feiern. Ich bin gespannt auf diese Unsicherheit oder Ungewissheit, was da hier zum Vorschein kommt. Die Mäßigkeit. Ja, und vielleicht bist du gerade dazu aufgefordert, langsamer zu gehen und diese Intensität im Außen ein Stück zurückzunehmen, dich selbst ein Stück langsamer zu bewegen, um hier in dir ja einen neuen Ausgleich zu finden. Die Mäßigkeit spricht ja immer wieder von Balance. Auch hier ist dieser Weg zu diesem Gold am Ende des Weges. Und da bist du eingeladen, einfach mal den Weg zu betrachten und auch mal diese inneren Muster zu betrachten,
die da in dir, also ich nehme das auch hier so ein Stück weit wie so einen inneren Kampf wahr, die da eben in dir so einen inneren Kampf entfesselt haben. Die Hohepriesterin, deine Intuition, dein Schwarz und Weiß, dein Stehenbleiben und Losrennen, dein Schwarz und Weiß. Und ich glaube, genau das möchte in Balance gebracht werden. Und womöglich hast du da auch in dir eine alte Verletzung, dass eben diese zwei Aspekte da gerade kämpfen. Der Narr. Geh leicht an die Sache ran. Erlaube dir da wirklich leicht und spielerisch in dir nachzuforschen, wo da diese Ungewissheit herkommt, um wieder die 10 Kelche, es ist genial, um hier anzukommen. Das ist dieses Gold hier am Ende des Weges. Der Jackpot, die Erfüllung in dir. Und du musst da nicht hinrennen, alles umrennen, um dann da anzukommen. Vielleicht ist ein Teil davon jetzt sogar schon in dir und du darfst ein Stück weit spielerischer, leichter damit umgehen. Der Eremit, der lädt dich ganz klar dazu ein, nach innen zu gehen, innezuhalten und da mal nachzuspüren. Wo sind da diese beiden Pole in dir? Die Ungewissheit und dieser klare Fokus auf ein Ziel. Vielleicht hast du auch mit diesem klaren Fokus auf ein Ziel öfter schon mal über das Ziel hinausgeschossen. Und das weckt jetzt eben hier diesen inneren Herzschmerz, diese innere Wunde, vielleicht auch ein Stück weit eine Enttäuschung in dir. Vielleicht hast du auch damit einen anderen Menschen enttäuscht. Die Mäßigkeit, der Engel der Heilung. Jetzt für dich, um eben dieses Schwarz-Weiß-Denken in dir neu zu betrachten, um wirklich die Farben alle zu erkennen, die da in dir sind. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, nutze dieses Feuer, was sowieso dein Element ist, um in die Tiefe zu gehen und um dahin zu schauen. Die Mäßigkeit spricht hier auch ganz klar von Gefühlen. Also das ist das Wasserelement, Feuer und Wasser. Was braucht es da in dir für einen Ausgleich? Die Antwort wirst du nicht im Außen finden. Die Antwort wirst du auch nicht auf dem Weg finden, wo jetzt hier die Intensität dich schon mal lockt, einen neuen Weg zu gehen. Die Antwort wirst du in dir finden, in der Stille in dir, wenn du da wirklich bereit bist, hinzuschauen. Und nicht immer alles so auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ganz schnell mal so wegzudrücken, gerade wo es um Gefühle geht, sondern wirklich dir zu erlauben, da einzutauchen. Also die Hohepriesterin und der Eremit, die laden dich wirklich ein, nach innen zu gehen und einmal mit dieser Ungewissheit zu sein. Es gibt keinen Garantieschein für das, was du hier vorhast, und es gibt keinen Garantieschein für dein Leben. Und vielleicht darfst du gerade lernen, dass das Leben in Wellen funktioniert, dass eine hohe Welle kommt und dann wieder das Wasser ganz flach ist, quasi eine Flaute dann ist, die dir hier diese Ungewissheit, wie geht es weiter, in dir aktiviert. Schau dahin, schau da wirklich tiefer. Denn auch bei dir geht es hier um diese vollkommene Erfüllung in dir und da gehören eben beide Seiten dazu. Einmal still werden
und dann wieder aus dieser Stille heraus den nächsten Atemzug, das nächste Quantum Kraft in dir zu aktivieren und dann mit deiner Energie wirklich nach vorne zu gehen. Eine spannende, spannende, kraftvolle Energie hier für dich, mein liebes Feuerzeichen. Spür danach, was ist da in dir noch? Wo hast du Angst, hier verletzt zu werden? Das ist so mein Impuls. In der Fortsetzung schaue ich nochmal genauer auf diese Ungewissheit und auch auf diese Intensität, weil das wirklich so zwei Pole sind. Und ich bin gespannt. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Und ich sage ja, entweder bis gleich oder bis bald.